Willkommen zurück zu Let's Play Spellforce, die Saga, mit mir, dem Emerios, und euch als Zuschauer natürlich. So, da ich verkackt habe, meine Stimme aufzunehmen bei den letzten Minuten, und so habe ich mir gedacht, gehst einfach mal schon da dorthin, wo du hin musst, oder besser gesagt hin willst, nämlich vor Lianon den nächsten Geist, den Geist des Speers, erledigen und zu sehen, was er hat. Wir haben ja gute Leute jetzt dabei. Also würde ich mal sagen, let's get to it, ne? Schlagt sie zurück! Wird sofort ausgeführt. Was wünscht die Rune? Los, unterbrich den weiter. Naja, wohl auch nicht. Nee, das wird nichts, Freundchen. Vorsicht, Gegner! Na komm. Mal wird noch stylisch kaputt. Vorsicht, na dann Gegner! Nicht. Na? Ja, geht doch. Puh. Gar nicht knapp oder so. Zu euren Dienst, unverzüglich! Moment, die Segnung. Können wir wieder schnell laufen. Und so können wir noch schnell laufen. Ding, ding, ding. Ja, dann geht's mal auf nach Orta Gelbart, was er dazu zu sagen hat. Zu unserem Fund. Nämlich. Hat den gebrochenen Schwarzeigenbogen und den Ring des Speers. Ich muss nochmal gucken, was konnte ich denn machen? Die Orkheit, bla bla bla. Gut. Wir haben alles soweit. Ah, ihr seid es. Ja, das kennt ihr schon. Habt ihr Interesse an einem weiteren Ring? Das soll mich doch. Noch einer? Nicht, dass ich es nicht vermutet hätte. Hier, eure Entlohnung. Ein besonderes Stück aus meiner Sammlung. Wenn das so weitergeht, wird bald Udwin selbst aus den Tiefen emporsteigen. Dann mögen die Wächter uns gnädig sein. Ist er gefährlich? Allerdings. Er war zu seiner Zeit ein angesehener Magier. Seine Studien des Dämonenreichs haben ihn mit der Magie des Feuers allzu vertraut werden lassen, berichtet man. Ja, und was haben wir bekommen als Entlohnung? Den Ring der Dämmerung. Ein verdammt starker Ring, aber auch verdammt spät erst. Weiße Magiestufe. Aber bedenkt, wir haben auf Level 7 erst so 4. Schon hab ich. So, und ja, da ist er auch schon, der Udwin. Mit dem müssen wir reden, aber da er wieder stärker ist, schaffen wir das nicht so wirklich. Dahin. Ding, 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 ding. So, gab's da irgendwas? Nein, ich glaub, die Aufsichtsrauch, die hatten wir. So. Ja, dann würde ich mal sagen, dann gehen wir doch schon mal weiter nach Nacht zum Schattenhain. Das geht Gott sei Dank schnell, das Laden. Da haben wir es gesehen. So schnell geht das. Wir haben auch schon gut wieder was an Erfahrungspunkte bekommen. Allein schon wegen dem blöden Speer. Und ja, hier geht's runter und hier geht's zur Seite mit kleinen Waldkäfern. Also keinerlei Herausforderung. Zack, 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 zack. Und da unten steht schon einer. Mit Leuten, Sergeant einer und seine utranischen Leute. Und dann sehen wir hier ganz viel Spinnen, Käfer. Obwohl, die Käfer sind mir nicht so viele. Spinnen eigentlich nur. Naja. Hey, ihr da! Hier herüber!
Ja, mit dir reden wir, aber erst später. Du bist noch gar nicht so wichtig im Moment. Den Sehenswert aktivieren und los geht's. Da unten auf der Karte sieht man schon einen fetten roten Punkt. Ja, das sind ganz, ganz viele Goblins. Ein schöner Abhang, eine Schlucht. Na, warum man das wohl hat hier? Kann man eigentlich alle schon mit dem einfachen Zauberspruch platt machen? Na? Spinnies. Wie gesagt, da halten wir auch noch nicht aus. Viel Wild, viel Holz. Ein Monument. Ja, was man hier wohl machen muss. Und sogar noch ein Monument. Das sind zu viele für den Eiszauber. Oh. Hab den klugerweise abgebrochen. So klug ich bin. Ja, hier ist ein Hörer mit einer Truppe. Dahin kommen wir noch erst später. Später. Schmeckt den Eisschlag. Kalte Spinnen. Drei. Na, trotzdem nicht so. Nicht die Herausforderung. Also aktivieren wir schon mal das Heldenmonument. Und rufen unsere Leute herbei. Wenn wir jetzt mit Sergeant Einar sprechen. Die Rune ruft? Du machst den fertig. Danach den hier. Oder wie? So. Und so. Aber wie konnte man auch rein Befehl geben? Ich weiß es nicht mehr genau. Die Rune befiehlt. Alles klar. Falls das trotzdem nicht klappt, mach's einfach den anderen. Na, klappt das? Nein, klappt das. Zu Befehl, verstanden. Schickt sie zum Seelenfluss. Die Rune zu Befehl. Schön One-Hit hier. So mag ich das. Und solange es mich selber betrifft. Ist ja gut. Vogel. Zu Befehl. Auf dem Weg. Was wünscht die Rune? Unverzüglich. So, ihr geht hier lang. Weil ich weiß ja, was das ist. In Ordnung, Leute. Es ist keiner von Ihnen. Wer seid ihr? Sergeant Einar, Truppführer, zweite Schildwache. Und treuer Streiter des Hauses Utran. Was führt Utraner auf diese Seite des Schattenhains? Die verzweifelte Hoffnung eines verzweifelten Kommandanten. Wir hatten Befehl, Brannigans Nachschublager anzugreifen und niederzubrennen. Doch wir hatten keine Chance. Jetzt ist der Rückweg versperrt. Und selbst wenn er frei wäre, wer könnte schon mit leeren Händen zu sterbenden Kameraden zurückkehren? Vielleicht nicht mit völlig leeren Händen. Was meint ihr? Lasst uns gemeinsam den Weg nach Schiel freikämpfen. Habt ihr nicht zugehört? Der Bergpfad, über den wir kamen, ist verschüttet. Wir sind abgeschnitten. Es gibt keinen Weg zurück. Die einzige Möglichkeit wäre über den Nordpass und die Berge herum. Doch damit würden wir mitten durch das Herz von Brannigans Heer marschieren. Drei Lager der Schwarzen Faust halten diesen Pfad. Wenn ihr Schiel erreichen wollt, müsst ihr diese Armeen zerschlagen. Wie wollt ihr das anstellen? Ich besitze die Macht der Rune. Kommt mit mir. Gemeinsam können wir es schaffen. Ihr seid ein Narr. Aber irgendwie mag ich euch. Schätze, weil ich ein ebenso großer Narr bin. Nun denn, so soll es sein. Jagen wir ein paar Grünhäute. Doch wir müssen vorsichtig sein. Goblin-Späher überwachen den Pass nach Norden. Sobald diese Späher unsere Männer entdecken, werden sie ihre Lager alarmieren. Wenn unser Heer bis dahin nicht groß genug ist, werden sie uns geradewegs überrennen. Also, lasst uns gut vorbereitet sein, ehe wir den Pass durchqueren. Sollten wir uns verlieren, treffen wir uns hier wieder. Markus hier wird euch zeigen, wo ihr in dieser Gegend Monumente finden könnt. Folgt dem, ich komme nach. Ja, damit hätten wir das auch schon erledigt. Ja, und unsere Leute kriegen gut aufs Maul. Feindlicher Angriff! Schickt sie zum Seelenfluss!
Sie sind überall. Mach mir bitte diesen komischen Schling weg. Auf dem Weg. Komm, hau ab. Hat keinen Sinn alleine. So, wir müssen. Wir haben jetzt ein paar treue Volksleute. Also es hat schon einer folgt mir und seine Leute folgen ihm. Und wir müssen gerade erstmal den Speer verfolgen. So, und ja, sobald die hier uns sehen, also ungefähr wo wir hier sind, dann geht die Post ab. Also relativ. Da hat einer einen Todeswunsch. Greift einfach meine Schützin an. Ich glaub's sehr wohl. So. Aber wir wollen uns auch mal direkt an die Arbeit machen. Zu Befehl. So. Unverzüglich. Verstanden. Aber wir haben nichts verloren, deswegen. Na, was soll's. Auf geht's! Zu euren Diensten. Alles klar! Sie sind überall! Schickt sie zum Seelenfluss! Ohne Befehl! Ehre Arnius! Einfach aktivieren wollen. Sie sind überall! Sonst muss man das ja eh nicht. Vorwärts, Krieger! Zack, zack, zack! Was wünscht die Rune? Für das Licht! Schlagt sie zurück! Die Rune ruft auf dem Weg. So, die lassen wir jetzt da stehen. Hier gibt es ein Aria-Vorkommen, richtig schön. Mit 300 Aria, das heißt, wir werden hier nicht viel auf Kleriker und so gehen können. Hier, das lassen wir. Das Gebäude, um ein bisschen zu farmen. Und ja, ich werde in Zukunft, also ab jetzt, den Basisbau eigentlich wegdrücken. Ah, wegdrücken. Einfach skippen für euch. Weil ich glaube, so der Basisbau ist an sich irgendwie das Langweiligste. Langweiligste. Gehen wir der Holzfäller heute bauen. Ja? Bleibt gut. Ärmel hoch und los. Weil ich werde dann hier noch eine Verteidigungslinie errichten. Eine große. Und dann ein bisschen leveln. Aber damit wir das ein bisschen aufpeppen, zeige ich euch noch die Szene mit dem Speer. Das heißt, ich muss mich jetzt gleich... Gebäude wurde errichtet. Glaube ich zumindest. Ihre Späher haben uns entdeckt. Sie benachrichtigen ihre Lager. Der Tanz geht los. Ja, die Utraner wollen da aufs Maul geben. Naja. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann gleich wieder mit, riesengroßer Basis mit Menge Ressourcen und allem dem. Also, bis gleich. Ja, hier sind wir auch schon wieder. Mit super vielen Frames. Hui. Ja, hier ist meine kleine Truppe. Die haben gerade Gebäudeplatz gemacht. Und wie wir sehen können, haben wir mordsmäßig viel Nahrung. Gut Weißeisen, viel Holz. Fast gar kein Aria. Einsatzbereit. Verständlich genug keine Aria. Halten. Ja, so sieht ein bisschen die, ein bisschen sehr viel die Basis aus. Ich brauche noch ein paar Leute, noch mehr Produktionsgebäude, damit das hier ein bisschen flotter geht. So, dann würde ich mal sagen, ziehen wir unsere Truppen zusammen. Marschbefehl! Die Rune wird sofort ausgeführt. Auf mein Kommando. Zack. Zu Befehl. Zack. Ne, da fehlt noch welche. Da. Zu euren Diensten. Ja, wir sind auch Stufe 9 jetzt. Ja, ich habe gesagt, wir trainieren ein bisschen. Leicht Rüstung haben wir hochgestellt und Elementarmagie habe ich direkt mal 2 Stufen hochgemacht. Für den nächsten Level-Up, damit wir dann direkt auf 4 haben. Das eigentlich total Quatsch war, aber naja. Dann haben wir noch einige Sachen gefunden. Nämlich die Gegner lassen ja die Sachen noch droppen. Den Ring. Netter kleiner Ring. Dann haben beide jetzt auch eine Hose aus Leder an. Er hat schön verstärkten Waffenrock bekommen. Lederrüstung, beide haben Malunkenkappen bekommen. Er hat noch so einen einfachen Lebensring bekommen. Und sie hat jetzt eine Albenholz-Armbrust bekommen. Anstatt ihrem Silberbogen. Weil sie ist einfach weiter. So. Gebäude wurde errichtet. Das war's soweit eigentlich.
Ja, halt noch so Quatsch, Zauber. Ja, aber das war's. Das war's wirklich. Auf mein Kommando, ich mal sagen, mir nach. Ihr nach. Folgt mir. Und los geht's. Macht sie kaputt. Oh, Alter. Nahrung brauche ich jetzt absolut nicht mehr. Herr der Ruhe. Kein Problem. Ich habe so viel Nahrung, ich kann mir nach. Mich ein paar Mal auf das maximale Niveau hocharbeiten, hoch ernähren. Keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Herr der Rune? So. Nämlich euch drei kann ich nämlich hier an der neuen Aria-Quelle gebrauchen. Schön drehen. Damit der Arbeitsweg kürzer ist. Vorwärts! Folgt mir! Alles klar. Meine Alles Helden könnt ihr da bleiben. Bereit. Auf so, meinen Befehl. Nach. Und mit denen vorwärts. Stimme ich jetzt hier das Lager an der Seite. Steht während ihr, Weg. Während ihr eigentlich hier die Speer aushalten sollt. Bereit. Sofort. Ich hatte es nicht irgendwie so einen aggressiven... Oh, da kommt eine Meute, aber eine heftige Meute. Leute, heute. Gebt das unterwegs. Gebiet ich hab gesagt, das sollst du aber stehen bleiben. Ja, toll gemacht, Junge. Und los. Wegen dir sind deine Leute gestorben. Auf mein Kommando. Für den Orden. Alter Verwalter, jetzt kommt aber hier. Feindkontakt. Hauptsache meine Kleriker gehen drauf. Nicht, dass ich irgendwie Aria bräuchte oder so. Jawohl! Verstärkt die Verteidigung! Zu viele Goblin-Putzis. Sie schlagen zu! Ja, wir sehen können, die Utrana meinen auch irgendwann mal mitzukämpfen. Bleib standhaft! Wir können von hinten auch ein bisschen dran zaubern. Sie schlagen zu! Hier! Ach, ihr macht da hinten durch Chili Willi oder was? Ich glaub's ja wohl. Mir nach. Los, rein da. Arbeiten, Leute. Ja, Vogel, ist okay. Oh Gott. Oh, eine Stärke. Tronk. Bereit. In die Schlange. Kill Tronk. Vorsicht, sie sind hier. Darfst ruhig angreifen, Lady Knight. Oder auch nicht. Jawohl. Rauchquarz hat er uns überlassen. Netterweise. Erwarte euer Kommando. Zu Befehl. Unverzüglich. Unverzüglich. So ist besser. Einsatzbereit. Alles klar. Jawohl. Erwarte Befehle. Befehl verstanden. Ah, schön, das Lack ausradieren. Gebt das Zeichen. Hier. Mir nach. Das ist eine Hauswart noch die Utrana. Und hier kommen wir uns mal um hier diese blöden Speer. Sag ich doch, die kümmern sich darum. Das ist ein Zahnsteiner. Da. Für den Orden. Westman-Barbärchen. Ich denke, der Faust. Ja, mittendrin statt nur dabei. Boah, so schöne Frames, ey. Auf meinen Befehl. So. Fleischhaubeil. Auf Feinde gestoßen. Und eine Nagelkeule. Uninteressant. Und los. Verstärkt die Deckung. Und noch eine Eibenholzarmbrust. Alles klärchen. Oh, ihr könnt wegmachen. Und ihr auch. Brauche ich nicht. Also, ihr baut mir jetzt. Wo ist das? Eine Schmelze. Hier hin.
möglichst da, wo meine Arbeit, meine Arbeiter, meine Leute weggelaufen sind. Habe verstanden. Kann man schon mal dahin bewegen. Ja, das hat so schön gepasst. Will ich nochmal. Jetzt kommt noch das Schlusslicht, die Etraner. Gott, ey. Das geht doch näher. So nah. Deiner baut schon meine Mine. Wunderbar. Auf meinen Befehl. Stehe bereit. So, euch will ich haben. Alles klar. Hier. Mir nach. So muss das. Zack. Folgt mir. Gespeichert und weiter. Vorwärts. Kann der Eroberungsfeldzug gehen. Kämpft, Männer! Mit dieser schönen Kampfmucke. Ha, ha, hu, ha. Für den Orden. Ja, der neutrale Kriegsmarker, der zaubert gerne Einfrieren und Feuerball. Kein Kontakt. Folgt mir. Nein, keiner braucht eine Heilung. Los geht's. Und los. In die Schlacht. Feldschleuderer, weg mit dem. Sie sind hier. Sie sind überall. Der Quacksalber, der kann bleiben. Folgt mir. Kein Kontakt. Feuermeister. Euer. Für drei. Feuerblind. Wo kommt jetzt noch ein Speer? Ich glaub's ja wohl. Was willst du? Also, ihr kommt mal mit. Ihr macht für mich mal diesen Führer platt. Quacksalber meiner. Jawohl, Marschbefehl. Ich will die Truhe haben. Oh, Brandle Tronk. Brandle Tronk ist da. No. Da hab ich ja schon wieder voll vergessen. Die Knilche. Dille. Dille-dum-dum. Gib das Zeichen. Bin unterwegs. So. Da freut sich einer, uns zu sehen. Die Rune befiehlt. So befehlt. Er macht blöde Feuerbälle. Der die Rune. Ich hab nichts gesagt. Und die tun halt auch ziemlich Aua. Was wünscht die Rune? Stehe bereit. Wird sofort ausgeführt. Der eine Feuerball, sie platt gemacht hat. Das ist Hammer. Also dahin. Also auch dahin. Nein, dich. Novizenhelm, Kettenhemd, niederregender Magier. Holzschild. Wird sofort ausgeführt. Nett. Keine so schlechte Auslese. Alles klar. Auf mein so. Zeichen. Schnell. Können wir mal weitergehen. So, erstmal den Kettenhemd. Ihmchen geben. Sie kriegt das. Ach, kann diesen Gegenstand gar wir nicht verwenden. Angegriffen. Dann kriegt sie das halt. Kann diesen Gegenstand nicht verwenden. Gut, dann kriegt sie halt gar nichts. Sind auf Feinde gestoßen. Und den Ring der Magier. 2, 3, 5. Dafür darf sie halt einen Ring anhaben. Da ist er, der Brandle Trunk. Stufe 8. Und hier haben wir die letzten Pläne. Für die Menschen. Schon hier bauen wir Weg. Auch direkt schon mal. Ich müsste es erstmal reintun. Lanzknecht und Paladin haben wir jetzt auch bekommen. Hopp, hopp, hopp. Und hopp. Das große fucking Haus. Hier. Schnell. Ich glaube, der Otrander will sterben hier. Da ist auch der nächste Tronk, Damor-Tronk. Bereit. Folgt mir. Ja, wir haben den Otrana gekillt. Für die Freiheit! Sind auf Feinde gestoßen! Hört schon mal um den Leuten hier. Ach, die Otrana sind unwichtig.
Auf. Zu Befehl. Unverzüglich. Kannst du mitmachen. Auf dem Weg. Erwarte euer Kommando. Zack, zack, zack. Wenn die Scharfschütze schießen, dann macht's Aua. Hallo, Kappe. Der Leutnant gibt einen Feuerstahlsäbel. Mann, da freuen wir uns doch. 6 bis 10. Oder das wäre Breitling schön. Ach, dann kriegst du das halt. So. Und noch ein Kopf. Und den Priester Fatikus. Den wir schon mit reinbeziehen können. Und direkt ausrüsten können. Der gute Magier. Halt. Starken Ringpanzer kannst du haben. Scheiße, ich habe auf Sortieren geklickt. Verdammt! Schlangenbeinlinge kannst du haben. Hier. Den komischen Helm kannst du haben. Aber sonst hast du ja nicht gerade viel. Naja. Ah, gleich fertig. Wunderchen. Ja. Nennen wir mal mit Zahn einer. Wessen Kopf ist das hier? Dies war einer der Trunks. 5 Brüder, die Brannigan bieten. Verdammt gefährliche Burschen. Würde mich nicht wundern, wenn sich die anderen ebenfalls hier im Schattenhain herumtreiben. Eine hohe Belohnung wurde für den ausgesetzt, der sie alle 5 zur Strecke bringt. Ich werde die Augen offen halten. Damor ist ein gefährlicher Krieger. Er führt die Kampfaxt wie kein zweiter. Sergil mag schwächer sein, doch er ist verflucht clever. Achtet auf seinen vergifteten Dolch. Randall dagegen benutzt stets eine Armbrust. Ragnar ist ein Schwarzmagier. Und Elia beherrscht die Eismagie. Und ihr müsst jetzt nicht wirklich jetzt anfangen zu bohren, wenn ich aufnehme, oder? Oh, das sind doch solche Hurenköpfe, ey. Ich hab nichts gesagt. Ja. Wenn etwas anderes behauptet, ist doof. Wird sofort ausgeführt. Zu Befehl. Oh Mann, ey. Ja, im großen Haupthaus können wir nämlich die Titanen des Volkes machen. Und halt die letzten Upgrades. Zack, zack, zack. Die Titanen-Upgrade, Menschen, damit größer und stärker ist. Und nach dieser Leiste, wenn die gefolgt ist, irgendwo hier, dann haben wir unsere Titanen. So, da gefolgt noch eine Brustkammer hier. Lesen hier ein paar Zeug auf. Runenmeister, ja, Platsch. Dann würde ich mal sagen, hier machen wir Schluss. Vorerst, weil man muss hier blöd bohren. Das würde ich euch jetzt nicht antun. Also bis dahin. Euer Emerios. Ich sehe euch beim nächsten Mal.